Doch der Krieg frisst Gelder. So ist das nun mal. Die Aizu haben sich jetzt im Vergleich zu früher weit ausgedehnt. Nachdem ich da oben gelandet bin, das ist natürlich schon mal, schon mal positiv anzumerken. Besonders weil die Aizu jetzt ja zu meinen Verbündeten zählen. Und starke Verbündete kann man immer gut gebrauchen. Nur habe ich so einige Bedenken, was das... Oh, oben wurde wieder was eingenommen. Und ja, so sieht's dann nun mal aus. Ja. Jetzt, Ja! Ah, Leute! Es hat jetzt sogar eine Runde früher geklappt, das freut mich jetzt wirklich. Oh ja, genau das. Militärakademie kann man immer gebrauchen. Und hier bin ich mir unsicher, wo ich die alle hinschicke. Ich glaube, wir teilen die mal gerecht auf. Schicken die mal nach da und die wieder zurück. Huch! Oh nein! Einen Hinterhalt! Ich hab doch gesehen, dass da Einheiten hingelaufen sind. Vielleicht gewinnen die das ja. Das war aber auch fies. Ey, nichts anderes sagen, als dass das fies war. Das war ja einfach fies. So ein Hinterhalt und so, ja, der ist halt fies. Ja, nichts gegen sagen. Ja, genau. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Ich möchte ja noch gerne Toto angehen. Und das, ja, toll. Bin auch ein intelligentes Würstchen. Geht doch alle weg. Schon ein bisschen anstrengend da unten. Beziehungsweise da oben. Aber man muss halt nehmen, was man bekommen kann. Und unten hätte ich keine Chance mehr gehabt, weil da die ganzen Einheiten da sowieso zum Kaiser gehören. Soll ich ihn da unten noch Wasser mit Wasser bekämpfen? Das geht ja nicht. Sado. What's my... Die Provinz wurde bombardiert. Ach du mein... Kadettenschule. Jetzt wollen die uns hier aber auseinander pflücken. Ah.
Ja, das sehe ich aber ungern. Sehr ungern. Doch die ganze breite Front da kann ich ja relativ gut abhalten. Noch. Die haben uns ja auch noch nicht richtig angegriffen. Aber wenn wir dann von hier unten alles einnehmen, haben wir hier später auch so ein paar Probleme. Ach. Ach, das. Das. Hätte das jetzt nicht einfacher sein können? Mensch. Wenigstens etwas getroffen. Ach, das ist doch schön. Ja. Mal ein bisschen bombardieren, ne? Die haben natürlich auch weit ausgebildete Einheiten, finde ich auch mal klasse. Die kommen dann auch beide hier gleichzeitig an, die beiden großen Armeen. Finde ich auch noch mal klasse. Aber naja. Kann man wohl nichts machen. Hallo, ihr Aizu. Ihr seid ja zum Glück meine Verbündeten. Naja. Eine Runde schauen wir nochmal weiter, was dann noch passiert. Dann werde ich auch die Aufnahme beenden. Da ist schon fast wieder eine Stunde vergangen, seitdem ich angefangen habe aufzunehmen. Habe irgendwie sehr wenig geredet, habe ich das Gefühl. Aber das ist so... Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich nachher die ganze Zeit gelabert. Aber irgendein Stuss. Naja. Allzu viel ist in einer Stunde ja auch nicht passiert. Abgesehen davon, dass wir ein halbes Jahr in der Zeit vorangeschritten sind. Und dass uns immer noch die Zeit wegläuft. Ist alles nur, weil ich am Anfang rumgetrödelt habe. Na, sonst hätten wir... wohl alles wesentlich früher und einfacher haben können. So, Provinz wurde bombardiert. Sklaven der Namban. Ein Chinese hat uns um Hilfe gebeten. Er sei von einem Namban-Schiff in einen unserer Häfen geflohen. Er gibt an, zusammen mit anderen als Sklaven entführt und an Bord des Schiffes unter entsetzlichen Bedingungen gehalten worden zu sein. Diese Situation ist äußerst unglücklich, doch wir können uns nicht in die Angelegenheit von Ausländern mischen. Sklaverei ist barbarisch. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie solch unmenschliche Dinge an unseren Küsten ablaufen. Ja, genau das. Wir schreiten ein, hauen den ganzen Jungs mal auf den Hintern. Das Schiff mag ich nicht. Nein, ich wollte nicht das Parottgeschütz angucken. Ich wollte gucken, wie der so drauf ist. Ja. Okay, alles ganz. Alles natürlich ganz klasse. War natürlich auch ganz gut, wenn wir das immer bombardieren können. Mit unserem Daimyo an der Spitze werden die Einheiten wahrscheinlich auch nochmal eine Runde angetrieben. Weil er halt so geil ist. So.
Wenn wir uns sonst mal so eine Fregatte krallen. Kostet zwar 3000, aber was man hat, das hat man, ne? Badumba. Bin ja trotzdem auf die Fresse. Masse statt Klasse, würde ich da mal sagen. Deswegen schicken wir noch mehr Einheiten in die Stadt. Ach, können wir gar nicht mehr. Ach, können wir gar nicht mehr. Ach, das können wir ja gar nicht mehr. Naja, dann rekrutieren wir hier weitere. Daneben geklickt. Auch nochmal der Hölzer in den Kopf. Kümmern wir uns mal um den Fortschritt hier. Ja. Natürlich tragisch, wenn die so viele hätten. Doch, das war's jetzt, Leute. Mit einem schönen Blick auf, warte mal, auf das brennende Izu. Wenn dieses geniale Aufnahme-Set mal beenden. Ja, freut mich, dass ich wieder Zeit gefunden habe aufzunehmen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Scheiße erzählt. Ich hoffe, man kann immer hier in der Aufnahme verstehen, etc. Und naja, also, das war's von heute. Das war für heute von mir. Ich wünsche euch noch was. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.